Fuck, Alter, ist das eine fiese Stelle. Also im Dunkeln kann es uns nicht sehen. Das wissen wir jetzt schon mal. Das ist schon mal gut, denn... Aber im Dunkeln sehen wir auch wenig. Müssen wir immer so einen Kompromiss jetzt finden, irgendwie. Wo sind wir denn jetzt? Und welchen Standpunkt? Ah, okay, alles klar. Es ist noch nicht da, ne? Ja. So, jetzt werde ich hier schon mal Licht ausmachen überall. Die Tür ist ja noch nicht offen, ne? Nein, die ist noch zu. So, hier machen wir schon mal Licht aus. So. Okay. Das hier sieht mir so verdächtig aus, als könnten wir das offen machen, aber irgendwie kriege ich das hier nicht. Da kann ich nichts machen. Hm. So, wir müssen auf jeden Fall... Ja, ja, ist ja gut. Also da ist das große Haupttor und da ist noch ein Haupttor. Das heißt, an dem vorbei, links, wieder links. Dann probieren wir das mal aus. An dem vorbei, links und wieder links. Licht aus, Kamera Action. Dann hoffen wir mal, dass das gut geht. An dem vorbei, links und wieder links. Na, dann wollen wir mal. Ich hoffe natürlich nicht, dass er jetzt erstmal hier reinläuft, sondern erstmal woanders lang geht, ne? Wo läuft der lang? Wo läuft der lang? Wow. Wow, es hat uns gesehen, glaube ich. Wow. Boah, scheiße, ich sehe nichts. Scheiße, ich sehe nichts. Scheiße, ich sehe nichts. Es hat uns bemerkt. Es läuft uns hinterher, glaube ich. Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Geh weg. 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 Nein. Geh weg. Das ist ein Tiefseetaucher oder was? Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendein Vieh. Mach die scheiß Tür offen. Mann, lau! Scheiß, hat uns gesehen. Jetzt werden wir sterben. Ja, es ist hier. Wir werden sterben. Da ist es! Ja, ja. Auf jeden Fall wissen wir schon mal, wo wir hin müssen. So. Wo bin ich? Wir leben noch? Okay, wir leben noch. Ach du Scheiße, aber noch. Wir sind noch mehr schlecht drauf. Mach die scheiß Tür zu. Geh da hoch, 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 geh da hoch. Ich hoffe, es kann keine Treppen gehen. Uah! Uah!
Speicher doch bitte mal das Spiel, verdammt. Oh, Gott sei Dank. Oh, Alter. Oh, wir können uns heilen. Foto. Joan Ross, das war doch der Dings-Typ da, ne? Ah ja. Sieht sehr vertraut. Simon, geh weiter? Wieso? Was soll ich denn hier? Was soll ich denn hier? Wieso soll ich weitergehen? Was, Mandy? Was? Meinen die Herbstzeit zu meinem Geld nicht so gut? So viele Spiele, ja. Halt mal wieder ins. Was? Penner-Outfit über die Straße laufen? Hier ist ja gar nichts. Wer redet denn da mit uns? Was ist das denn? Das ist ein halber Mensch. Ciao. One-Shots sind echt eine gute Erfindung. Ja, hallo Zipfelchen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Can we do anything for him? No. We're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value, you know that. Yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the WoW to take and swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Okay. Wird nicht was. Was war da jetzt? Sie wird nicht aufhören? Habe ich das gerade richtig gelesen? Muss ich mal eben schnell im Stream gucken, nochmal eben schnell nachgucken. Sie wird nicht aufhören. Sie. Das ist bestimmt Catherine. Mein Junge. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Strohsack. Ach du heiliger Strohsack. Da, Catherine. Ach du heiliger Strohsack. What the fuck did we do? Hey, try not to think about it. My whole life, I've been a good man. We messed up, Sarah. There. I should have launched. Taking the chance. There's time. If Ashken says we could try again, when things calm down. You gotta do it, you know? You got to.
Ja, oder bis zum Ende des Spiels. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich großes Finale schon haben bald. Angemeldet, das ist 4T da. Alles ist gut gelaufen. Die gesamte Besatzung wurde gescannt und in der Arche gespeichert. Laden jetzt das Shuttle nach Omnicron. Breche so bald wie möglich auf. Omnicron, MS und ihre Besatzung begrüßen uns mit offenen Armen. Die Scans sind gut gelaufen. Wir sollten jetzt die meisten haben. Tau, wir haben bei Tau 5 überlebende Mitglieder gefunden. Sie saßen hier monatelang ohne Funkverbindung und richtiger Nahrung fest. Wir haben sie zwar alle gescannt, aber ich vermute, ihre Ankunft wird in der Arche zu Problemen führen, weil sie sich von Omnicron im Stich gelassen fühlen. Ich hoffe nur, dass sich alle Beteiligten gegenseitig vergeben können. Vieh, die Scheiße ist am Dampfen. Wir konnten nicht starten. Gehe zurück nach Tau, um die Gründe dafür zu finden. Okay. Ja, Prost zusammen. Zum Wohle. Mal eben einen Schluck trinken. Alter Falter. Aber das ist bestimmt Catherine. Hundertprozentig. Bathroom haben wir jetzt hier. Ah, ist ja viel drin im Badezimmer. Was? Hä, wir können den Klodeckel aufmachen, aber nur zur Hälfte. Wer soll denn so pinkeln können? Dieses Patchwork Area, von wo kamen wir denn jetzt eigentlich? Kam von hier? Ne, warte mal. Wir kamen von hier, glaube ich. Genau, von hier kamen wir, ne? Hier war doch die, oder? Ja, wir müssen sie aufhalten. Okay. Da will ich aber noch nicht, oder? Na, hier will ich noch nicht reingehen. Erstmal die anderen Räume angucken. Da geht's nach unten. Gottes Willen. Und hier geht's nach oben. Ach du, wir müssen gehen. Ach du heiliger Strohsack, wo soll ich denn jetzt lang gehen? Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich lang soll. Immer wieder so wagemutig und öffne mal einfach die Türen. Ah, guck mal eine an. Ah ja. Shuttle Rail, mhm. Tunnelmodul. Was haben wir? Mein Gott, geh doch an die Seite, du dämlicher Stuhl. So. Da haben wir einen Zettel. Post-Impact-Notizen. 12. Januar. Kleinere Strukturschäden. Funkverbindung verloren. Kommunikation wiederhergestellt. Omnicron und der Rest von Patros 2 sind in Ordnung. Funkverkehr im gesamten Standort zusammengebrochen. Lumar-Sonde verliert immer wieder die Verbindung. Dringende Reparatur erforderlich. Bis der Link funktioniert, kann Tau die Aufzugsplattform nicht einholen. 11. April. Besuch vom SSI Volchek, Dahl und Holland. Einführung eines Systems, 2 wöchentlicher Kontrollen bis zur 100%igen Wiederherstellung der Kommunikation, in Klammern Luma. Evakuierung von Tau angeordnet. Wir brechen alle nach Omnicron auf. 15. September. Sind von Monstern umgehen und ohne Funk. Wir sind im Arsch. Im Arsch, Holding. Da stinkt's wahrscheinlich. Ah, hier können wir anrufen. Wieder. Sind alle offline. Bis. Verbindung nicht herstellbar? Da wird aber wahrscheinlich keiner rangehen, ne, oder? Epsilon sind wir gestartet, Theta waren wir, Lambda waren wir, Delta waren wir, Omnicron waren wir. Wenn die doch nach Omnicron gegangen sind, da waren wir ja auch schon, aber da ist eh keiner. Mhm. Da haben wir ein paar Logfiles, Türverriegelungen. Aha, wir können hier was ausschließen.
Krankenstation haben wir aufgeschlossen. Ach, das ist die Kabine von dem Ross. Da brauchen wir einen Code für. Tunnelöffnung. Wo kriegen wir denn die Kombination her für Ross sein Büro? Ja, vielen lieben Dank. Da haben wir die Kombination. Wo war denn das? Da hinten, ne? Aha. Irgendwelche mathematischen Formeln haben wir hier. Eine Buddha-Figur. Sehr interessant. Noch eine Zeichnung mit ein paar Formeln oder Tabellen. Kartenspiel. Okay. Wird der immer schlimmer. Alter Schwede. So sah es am Anfang aus. Okay. Was haben wir hier? Vaucor. Ich dachte, der Vaucor ist in dem großen Runden. Da ist der Kernprozessor. Wo ist denn das? Ob wir das finden? Mal den Stuhl beiseite räumen und dann erstmal drauf gucken. Was haben wir denn hier stehen? Da haben wir wieder eine Zeichnung. Hey, ein Wackeldackelkopf. Ciao. So, was haben wir da stehen? Machen wir jetzt hier das iPad an. Tagebuch. So, ich hatte gehofft, heute Omikron zu sehen. Die von den Teda-Leuten angeordnete Evakuierung war ein Segen einer Ausrede, Alpha zu verlassen und der Vau den Rücken zu kehren. Als sich der Sturm legte, brachen von der Vau bereitgestellte Monster über uns hinein. Wir gerieten in einen Hinterhalt und mussten uns in Richtung der Fontau zurückziehen. Glaser, Kowski, Cortez und ich überlebten. Akler ist in der Krankenstation, aber es sieht nicht gut aus. Kortze rannte los, um in der Beobachtungsstation nach Essbaren zu suchen. Nach draußen zu gehen ist mehr als nur gefährlich. Eher so, als würde man während eines Hurricanes Zigaretten kaufen gehen. Sie kam zurück und hat ein paar Krümel dabei. Wir wussten alle, dass es dort nichts mehr gab. Wahrscheinlich wollte sie nur eine Ausrede haben, zu sterben, ohne es selbst zu tun und die Verantwortung tragen zu müssen. Leute von Plateau sind gekommen. Es handelt sich um eine Gruppe von Ingenieuren von Teda, die etwas mit der Omega-Weltraumkanone in den Weltraum schießen. Was? Die etwas mit der Omega-Weltraumkanone in den Weltraum schießen wollen, dass sie die Arche nennen. Anscheinend handelt es sich dabei um eine künstliche Welt, in der sich Gehirnscans von Patros 2 Personal befinden. Die Idee ist ganz schön albern, aber irgendwie lebenswert. Wir ließen uns alle scannen, um an diesem Nachleben teilhaben zu können. Einige der Ingenieure kehren von Vieh zurück. Anscheinend haben sie den Start der Arche verschoben. Sie waren alle ziemlich mies gelaunt und klare Antworten waren von ihnen nur schwer zu bekommen.
Bis auf eine äußerst wichtige Tatsache, sie wollten alle bei Tau bleiben, um dieser Arche-Sache auf den Grund zu gehen. Aber sie hatten schon die Abholungsplattform, Aufzugsplattform für den nächsten Tag eingeplant. Jemand würde an ihrer Stelle mit der Aufzugsplattform fahren müssen, um Omnicron vor der Geschehnissen zu warnen. Glücklicherweise waren Glässer und ich in der Lage, die Mission zu übernehmen. Endlich werde ich Dahl und Stranger von der kritischen Situation am Standort Alpha warnen können. Mhm. So. Da haben wir wieder einen gehabt, der wieder links postet. Ist ja interessant.